herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr kriegt seit langem mal wieder ein bisschen Fahrwerkstechnik. Wir sind mal wieder bei der Firma H&R. Morgen. Mit Selim am Start. Hallo. Allerdings haben wir uns heute mal was ganz Besonderes überlegt. Und zwar, ich bin mit meinem Kombi hier. Ich habe den tatsächlich nur auf dem Anhänger hergebracht, damit du gleich die 400.000 Kilometer knacken kannst. 400.000, das Ding hat wirklich 400.000 Kilometer runter. Danke für die Ehre. Weil ich habe das Auto, als ich den gekauft habe, vor, keine Ahnung, 8 Jahren, bevor ich ihn angemeldet habe, kam da von euch direkt ein Fahrwerk rein. Ja. Ich weiß noch nicht mehr genau, was es ist. Ich glaube, das ist so ein tieferes... Das Monotyp. Das tieferes oder? Monotyp, glaube ich. Ne? Genau. Und der hat damals 220.000 Kilometer runter gehabt. Das heißt, dieses Fahrwerk, so wie es da drin ist, hat jetzt 180.000 Kilometer runter. Und wir haben uns überlegt, wir wollen einfach mal gucken, ob so ein Fahrwerk verschleißt, kaputt gehen kann. Wenn ja, was? Wie sieht es aus? Und so weiter. Das heißt, wir gehen gar nicht heute auf das Fahrwerk an sich ein, sondern wirklich einfach mal so ein Verschleißzustand. Genau, so eine Bestandsaufnahme. Wir machen quasi Erprobung für H&R heute. Genau, und einen Test vorher, nachher, was hat sich da genau getan und halt auch die Revisionsmöglichkeiten gehen wir darauf ein. Wie sind deine Prognosen? Ich gehe davon aus, dass die Federn aufgrund der Progression, halt auch natürlich, weil du das Auto im Alltag fährst, die Federn natürlich jetzt die Beschichtung irgendwann auch verloren haben. Aber die Stoßdämpfer an sich, denke ich mal, von dem Verschleiß her, DU-Lagerpaket, werden die wahrscheinlich schon irgendwo jetzt so ein bisschen an Verschleiß gelitten haben, aber ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht komplett hin ist. Man hat an der Vorderachse so ein ganz leichtes Klappern. Ja. So, was man so merkt, wenn du so, genau, so über schnelle Bodenwellen so ein bisschen fährst. Ja. Ne? Und man muss dazu sagen, ich habe ihn hochgedreht. Ja. So, ne? Ich bin zu Anfangszeiten, wo das noch so krass war mit einem Auto, muss tiefer, ja, war der bestimmt 2 cm tiefer nochmal. Ja, glaube ich. Das so, also der ist jetzt eher schon wieder hochgedrückt. Ja, und ich bin gespannt, was du generell zum Auto sagst, weil ich fahre das Ding ja so ultra gerne. René ist da auch begeistert von. Ja. Bin mal gespannt. Vor allem jetzt so mit diesem leichten Nieselregen ist perfektes Wetter für das. Ja, wie gesagt, Fahrwerk ist halt ein Verschleißteil, muss man ganz klar sagen. Mhm. Und 180.000 Kilometer ist halt natürlich auch schon eine Ansage. Gerade bei so einem Auto, ne? Leistungsstark, V8, Gewicht, Kombi. Und dann halt auch bei Wind und Wetter. Aber wir gucken uns das gerne an. Und was sagt der Originalhersteller? Wie lange so Stoßdämpfer und so? Ist wahrscheinlich auch so in dem Bereich, ne? 120, 180.000 Kilometer. Genau. So. Das kommt immer darauf an, nach Nutzung. Ne? Also es gibt wirklich Fahrwerke, so wie in dem Auto, die haben an die 200.000 und mehr gelaufen. Ist überhaupt kein Problem. Wir bauen die aus, machen mal eben das DU-Lagerpaket neu, revidieren das. Dann kann das quasi die gleiche Laufzeit nochmal überstehen, überhaupt kein Problem. Dann gibt es natürlich auch Fahrwerke, die werden wirklich beansprucht bis zum geht nicht mehr. Hm. Weißt du selber, wie du dein Auto benutzt, so dankt es dir auch. Und genauso ist es bei einem Verschleißteil wie im Fahrwerk auch. Dann dürfte das Fahrwerk ja kaputt sein. Ja, also ich sag mal so, verschlissen ist es mit Sicherheit hier und da, aber wir gucken uns halt genau an, was verschlissen ist. Wir laden mal ab und machen erstmal die 400 voll. Genau. Ich muss echt sagen, so ein B7 ist wirklich immer noch ein zeitlos schönes Auto. Vor allem das Krasse ist, halt wirklich, 11 Kilometer haben wir noch, ne? Bis die 400.000 voll sind. Bis die 400 voll sind. Und das ist wirklich erste Lenkrad, erste Schaltknauf. Ich habe den damals aus erster Hand gekauft, ne? Ja. Das ist unangetastet, das Ding. Der wirkt wirklich sehr gepflegt. Also ich habe schon Autos gesehen, die hatten 150 gelaufen, sahen deutlich schlechter aus. Schlimmer aus, ne? Ja, also ich sag mal auch, da könntest du 120 rausmachen, das würde ich nicht. Ich bin ja echt ein Fan von den Autos, ne? Das Problem ist, bei meiner Fahrlaufleistung, ich fahre 1500 Kilometer die Woche mit so einem Auto, da kann ich ein Abo bei der Tankstelle machen. Also mein erster Test ist eigentlich immer hier gerne bei uns unten am Platz. Da brauchen wir gar nicht Drehzahl für, weil er ist auch noch kalt. Da kann man immer so eine schöne Kreisfahrt machen und gucken mal so, wie er anspricht. Vorne klopft schon. Das ist schon mal so ein Indiz auf Domlager, DU-Lager am Dämpfer. Ja, aber sonst muss ich sagen, wenn du sagst 180.000, bin ich schon deutlich schlechter. Schlechteres gewohnt. Deutlich schlechteres gewohnt, ja. Aber wir fahren mal eine Runde. Wir fahren mal eine Runde. Aber für die Laufleistung macht es jetzt mir nicht den Anschein, als wenn es wirklich hin ist. Das ist schon mal sehr schön. Ja, da merkt man es. Ja, hörst du, ne? Hörst du es? Ja. Dieses Klack-Klack. Das ist, wie gesagt, entweder DU-Lager oder das Domlager. Was heißt DU-Lager? Das DU-Lager musst du dir vorstellen, du hast das Außenteil vom Stoßdämpfer. Mhm. Du hast die Patrone drin und die Patrone ist ja geführt im Dämpfer.
Und da ist ein sogenanntes DU-Lagerpaket, was dann natürlich halt die Stabilisierung gewährleistet. Das heißt, wenn das DU-Lager ausschlägt, dann hast du irgendwann diesen Effekt, das kann man ganz leicht testen bei so einem Fahrwerk. Wenn man sich jetzt zum Beispiel irgendwie, ich sag mal, ab 100.000 Kilometer, wenn das eingebaut ist, du nimmst das Rad ab und wackelst einfach mal an dem Außenteil. Und wenn du merkst, es gibt eine Bewegung zwischen der Patrone und dem Außengehäuse, dann weißt du, okay, das DU-Lager ist kaputt. Da tritt auch eigentlich gar kein Öl aus, sondern meistens nur Fett. Wenn Öl austritt, dann ist es auf jeden Fall schon zu spät. Dann ist es auf jeden Fall stark verschlissen. Aber selbst wenn der Fall eintritt, ist es auch für uns kein Problem, das DU-Lagerpaket zu tauschen, ist wirklich kaum Aufwand. Und auch kostentechnisch reden wir da von 40 Euro pro Stoßdämpfer. Ne? Das heißt, ihr bietet auch an, dass man den Stoßdämpfer einschickt und revidiert wiederbekommt? Auf jeden Fall. Wir haben ganz oft solche Fälle, dass zum Beispiel Kunden in ihren Fahrzeugen Fahrwerkssysteme von uns verbaut haben und die Autos haben das Fahrwerk seit über 10 Jahren oder in deinem Fall 8 Jahre. Ne? Das ist wirklich keine Seltenheit für uns. Und die Kunden sind so zufrieden mit dem Paket, dass sie das auch nicht aufgrund der Eintragung und so weiter und so fort auch gar nicht erneuern möchten. Die sagen halt, hier gibt es die Möglichkeit, bin so eigentlich zufrieden, brauche das nur halt einmal wieder revidiert. Und dann revidieren wir das. Der Kostenaufwand ist wirklich gering, sofern jetzt nichts abgerissen ist oder wirklich komplett kaputt ist. Und dann reden wir wirklich von einem Bruchteil der Kosten von einem neuen Fahrwerk. Und du hast wieder ein technisch neues Fahrwerk und das wieder 18, 12 Jahre Spaß. Ne? Jetzt muss ich auch noch dazu sagen, als ich ihn gekauft habe, war Bremse hinten gerade frisch neu gemacht. Ich habe dann direkt vorne die Keramik drauf gesteckt. Ja. Und ich habe seitdem, auch wenn es keiner glauben wird, in 180.000 Kilometer nicht einmal Bremsbeläge oder Scheiben gemacht. Weder vorne noch hinten. Das ist gut. Keinmal. Fährst viel Autobahn oder Sprit? Ja, Autobahn viel. Aber der spritzig. Ja, jetzt so mit den letzten Modifikationen so. Oder? Also gefüllt war die Limousine, die ich damals gefahren bin, nicht so. Und richtig spritzig wird er erst so ab 6,5 Uhr. Nein, der ist auch, finde ich, von unten nicht so dieses V8-träge irgendwie. Nee. Habe ich auch schon öfter. Oh, jetzt hätten wir es fast verpasst, Alter. Nee, haben wir jetzt gleich. Wir fahren sogar jetzt fast an direkt der Firma bei vorbei. Direkt bei H&R, zufälligerweise wieder 400. Zufälligerweise 400. Ja, Tatsache. Vor der Tür. Direkt vor der Tür. Ja, das schlecht. Ist klasse. Jetzt haben wir die 400.000 geknackt. Sehr gut. Ich sag mal, das hört sich natürlich immer für die Zuschauer so seltsam oder ich sag mal so vermarktet an, wenn jemand von dem eigenen Unternehmen über das eigene Produkt spricht. Ne? Ja. Aber ich meine, wer mich kennt oder du, weiß ja, ich bin ja immer ehrlich. Ja. Egal, ob es jetzt ein H&R-Produkt ist oder von einem Mitbewerber oder irgendein anderes Produkt. Das Fahrwerk fühlt sich nicht an wie 180.000 Kilometer. Nee, also bis auf, wie gesagt... Überhaupt nicht. Das Einzige, was ich jetzt gerade merke, ist, wie gesagt, entweder vorne rechts, dass ein Domlager vielleicht verschlissen kann ist. Kann auch sein, ja. Was sein kann. Ist auch normal, ist ein Verschleißteil bei der Laufleistung. Maximal das DU-Lager. Ja. Aber ein Dämpfer, glaube ich nicht, dass ein Dämpfer hier kaputt ist. Ja. Vom Gefühl, Popometer, sage ich nein. Nein, aber wirklich, das ist echt ein positives Gefühl. Ein Glück haben wir nie genagelt, aber konnte die mit der Reifen drauf hier. Ja, bei deiner Fahrweise. Ja, aber gerade hier merkst du ja, ne, diese Bodenwellen in der Kurve. Ja. Da merkst du, was für ein krass breites Drehzahlband dieses der Motor so hat, ne? Ja, so, ich würde sagen, ab auf die Bühne, ausbauen. So, das Fahrwerk ist ausgebaut. Wir sind beide positiv überrascht. Auf jeden Fall. Ich hatte es ehrlich gesagt auch schlechter in Erinnerung, weil, also als allererstes, alle vier Dämpfer auf jeden Fall noch dicht. Alle vier Dämpfer sind dicht. Das kann man als allererstes sagen, da ist wirklich rein gar nichts dran. Witzig ist, habe ich sogar ganz gut gesagt, kommt ungefähr hin mit 1,5–2 cm. Ja. Man sieht schön an dem Rost, wo es früher mal stand. Ne? Genau. Also Rost an sich ist halt eine Verfärbung, ne? Ganz klar. Wenn ihr jetzt so ein bisschen drüber wischt, ist ja halt auch ein verzinktes Bauteil. Man kann natürlich an den Stoßdämpfern jetzt genau erkennen, wo halt Korrosion bedingt durch Salz, Reinigungsmittel etc. Ein paar Achsmanschetten waren auch schon dazwischen. Genau. grundsätzlich ist zu sagen, und das jetzt nicht als Eigenwerbung, wenn wir hier über ein fast 200.000 Kilometer Fahrwerk reden, das über 8 Jahre alt ist, bin ich sehr zufrieden, wirklich sehr zufrieden. Okay.
Alles ist verstellbar, alles ist gangbar. Wir haben keine Undichtigkeiten in den Stoßdämpfern. Alles ist dicht, die Verschlusspakete, die Lagerung, von der wir gerade bei der Fahrt gesprochen haben, sind auch alle dicht. Wir haben jetzt die optische Prüfung soweit durch. Wir würden auch gleich in die technische Überprüfung gehen, was auch die Federn angeht. Ich hatte jetzt gerade schon mal parallel geschaut, der Produktionscode der Federn, den erkennt ihr immer neben unserem Logo, da ist immer als Zufallsgenerator so eine Buchstabenkombination angegeben, ist in dem Fall aus Produktion Juni 2011, spricht für sich. 8 Jahre, passt. Genau, die Beschichtung ist wirklich sehr gut erhalten, klar, natürlich jetzt ein bisschen Verschmutzung, ist klar. Man sieht halt schön, wo sie auf Block lag, ne? Genau. Da, wo die Feder halt einfach mechanisch 180.000 Kilometer hier auf Block liegt, klar, da genau. Hängt wahrscheinlich gar keine Beschichtung. Der progressive Bereich, das heißt, dass wenn das Fahrzeug in Niveaulage ist und auf eigenen Rädern steht, ist dieser Bereich halt komplett geschlossen. Der sorgt für Vorspannung, wenn das Fahrzeug halt ausfedert. Und das ist halt der arbeitende Bereich. Und klar, natürlich im Laufe der Jahre, wenn halt natürlich hier Kontakt entsteht, das ist nicht vermeidbar. Mhm. Da spricht halt natürlich auch die Kunststoffbeschichtung für sich, dass das halt nach so vielen Kilometern und all den Jahren immer noch so standgehalten hat für sich. Kennzeichnung, alles noch sauber lesbar. Aus dem Bauch heraus, wir werden jetzt die Stoßdämpfer auf den technischen Aspekt prüfen. Würde ich behaupten, Verschlusspakete neu machen, die Gasölbefüllung im Stoßdämpfer erneuern, ist das Fahrwerk wieder technisch einwandfrei und du kannst damit wieder beruhigt 200.000 Kilometer abspulen. Wir wollen ja noch ein bisschen tiefer reingehen. Was genau können wir denn jetzt überprüfen? Also wir haben hier einmal eine neue Feder. Genau, also wir starten bei solch einer Revision. Also angenommen, du hast ein altes Fahrwerk und willst das bei uns revidieren lassen, schickst uns das ein mit einem Begleitschreiben, schreibst genau rein, was wir überprüfen sollen oder was es mit dem Fahrwerk auf sich hat. Leserlich. Leserlich, genau, mit Kontaktdaten. Das kannst du auch ganz einfach an info@h-r.com vorher anfragen oder schickst uns das direkt an die Adresse. Wir nehmen erstmal eine optische Überprüfung vor, schauen uns erstmal alle Komponenten an, wie der Zustand der Stoßdämpfer, der Höhenverstellung, der Feder und auch der Anschlagbegrenzer ist. Dann geht es in den technischen Bereich. Wir messen die Federn, wir messen die Stoßdämpfer, packen die auf den Dyno, gucken, in welchem Zustand sind die, haben wir hier Spiel und fangen dann natürlich an zu kalkulieren, welche Teile müssen erneuert werden, schreiben dann ein Angebot, einen Kostenvoranschlag, das ist bis zu dieser Sekunde kostenlos und dann kann der Kunde halt natürlich entscheiden, okay, mache ich, finde ich gut oder halt nicht und wir schicken es kostenlos oder beziehungsweise halt nur die Versandkosten wieder an den Kunden. Wie oft kommt sowas vor? Wie viele Fahrwerke revidiert ihr so? Viele. Viele. Okay. Ja, auch was Rennsport angeht, also ganz viel auch, können wir gleich mit Dieter darüber sprechen, haben wir im Rennsportbereich sehr viele Revisionen, Änderungen, also wir können es auch upgraden, Dämpferpakete bzw. die Abstimmung verändern. Upgrade? Das haben wir oft, ja, also möglich ist das, klar. So, okay, das heißt, wir fangen mit der Feder mal an. Genau. So optisch, klar, so ein bisschen Rost und so weiter. Ja, wobei Rost, es ist Dreck. Ne? Hier, klar, beim progressiven Bereich hast du natürlich hier an ein, zwei Stellen, wo die Beschichtung im Laufe der Jahre halt und durch den Verschleiß halt jetzt abgenutzt ist. Aber so ansonsten würde ich sagen, ist die wirklich sehr gut erhalten. Jetzt würden wir im nächsten Step beide mal abfahren und gucken, mal messen die ungespannten Längen. Haben wir immer noch die gleichen Längen oder ist die eine Feder, was ich gesagt hatte, aus dem elastischen Bereich raus? Und hat an Höhe verloren. Also hier würde ich sagen, hat sich nichts gesetzt. Hat sich gar nichts gesetzt. An der Hinterachse, die liegt bei dir, wenn du mir die mal geben möchtest. Genau. Hinterachse, wenn wir jetzt mal so schauen, auf den ersten Blick natürlich sieht es auch super aus. Ja. Wir würden die jetzt messen, würden die auf der Waage abfahren. Okay. Und danach schauen wir uns die Stoßdämpfer an. Jetzt würde ich sagen, holen wir uns erstmal den Dieter dazu. Ja, hallo. Dieter? Kennt er ja schon vom letzten Mal. Genau, hallo. Kennt er schon vom nächsten Mal. Hallo. Ja, schauen wir mal an. Der Mann fürs Messen heute hier. Genau. Einer muss es machen, genau. Ja. Dieter, was sagst du denn? 200.000 Kilometer, knapp 180. Ja, klasse. Und auf jeden über Fall. 8 Jahre alt. Was will man mehr, ne? Ist gut, klasse. Guck mal, jetzt diese Kraft an auf 5.000 Newton. Das ist die Prüfkraft für den Feder. Am 183,2. Okay, das heißt, wir spannen dir jetzt auf 5000 Newton vor und du guckst dir dann die Länge an. Das ist die Prüfkraft von deinem Auto. Ja, das ist mal ziemlich identisch. Ne? Da kann man nicht viel meckern. Ne? Das ist super.
Das heißt, die Progression der Feder ist auf jeden Fall identisch geblieben? Die ungespannte Länge auf jeden Fall. Mhm. Genau. So, im nächsten Step schauen wir uns die Stoßdämpfer an. Also hier ganz klar erstmal optisch. Wir haben natürlich an sich eine Korrosion bezüglich der Hinterachsen unten an den Aufnahmen. Warum? Dieser Bereich liegt natürlich immer im Freien, Spritzwasser, wo du gerade sagst, du fährst viel in Skiurlaub, da kommt Salz dran. Gerade bei dem Auto gucken ja die Aufnahmen unten so raus. Die gucken komplett raus, genau. Und auch nach 8,5 Jahren oder 8 Jahren im Auto und der Laufleistung ist das wirklich absolut im in der Toleranz. Rein theoretisch auch hier Neulack drauf. Also wenn du jetzt sagst, ne, wir machen jetzt das Verschlusspaket innen alles neu, wir füllen den Stoßdämpfer neu, würden auch hier die Lagerung überprüfen. Ne, die Gummi-Metall-Verbindung hier unten, die sieht auch sehr gut aus. Mhm. Das prüfen wir gleich nochmal. Aber hier sehe ich jetzt auch keinen Verschleiß und keine Risse, was auch wirklich sehr, sehr gut ist. Ne, Dieter, wie sagst du dazu? Ja, so. Man sieht es ja auch schon, das Gummi ist okay. Genau. Der Sitz ist noch stramm in den Teilen. Genau, keine Risse an sich. Und gar nichts im Teil. Ein bisschen porös. Auch okay. In den Ohren keine Beschädigung. Könnte man aber auch erneuern, ne? Also selbst wenn das Teil beschädigt ist, können wir auch die Gummi-Metall-Verbindung erneuern. Man sieht auf jeden Fall bei allen vier Dämpfern schön den Arbeitsbereich, ne? Genau. Wo es so ein bisschen polierter ist, sage ich jetzt mal. Genau, die Kolbenstangen an sich weisen auch keine Beschädigung auf. Beschädigung an sich entfernt von irgendwelchen Riefen oder Aufkorrosion oder so. Genau, irgendwie sowas in der Art. Ne? Die Stoßdämpfer sind alle noch dicht. Also das ist auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Die könnte man auch so weiter verwenden. Wie gesagt, die Innereien einmal auffrischen. Und dann quasi wieder abfahren. So, alle, die sich jetzt fragen, was das für eine Maschine ist, wir blenden hier mal kurz einen Link ein, beziehungsweise zum Anklicken. Das hatten wir, ich weiß gar nicht in welchem Video, ich glaube bei Marius Gold. Marius am Golf. Da hatten wir das Ding schon mal erklärt, bevor wir es jetzt nochmal erklären. Wie war denn dein Verein von Tag 1 bis jetzt? Gefühlt eine Veränderung oder nur die Geräusche? Die Geräusche und dass er, wie gesagt, ein Müh an Straffheit verloren hat. Okay. So, wobei das die Frage ist, es muss ja nicht zwangsweise aus der Stoßdämpfer sein. Nee. Ist ja auch immer so ein bisschen abhängig, Reifen, Querlenker und genau. So. Kann ja auch so ein bisschen das werden. Gesamte Paket Fahrwerk besteht ja nicht nur aus den Stoßdämpfern, sondern aus den Federn. Du hast ja noch Domlager. Du hast ja die ganzen, ich sag mal, Lagerungen bezüglich der Querlenker und so weiter und so fort. Das spielt ja alles in sich eine Rolle. Ja. So, also wir haben jetzt die blaue Kurve ist die alte Kurve, ja, die Sollkurve eigentlich so. So, und grün ist das, was wir jetzt gemessen haben. Von den Stoßdämpfer. Auch wie bei der Hinterachse gerade. Absolut im Toleranzbereich. Wir haben hier einen etwas angezogenen Kraftanstieg. Kann aber auch mit der Öltemperatur zu tun haben. Aber auch hier bei den beiden Richtungen Zug und Druckstufe, wie gesagt, absolut im Toleranzbereich. Sehr zufrieden. Auf jeden Fall von der Kennlinie her ziemlich identisch, ne? Ja. Das bisschen, was da jetzt so mehr oder weniger ist. Das ist wirklich dann Toleranz, ne? Temperatur vom Öl. Ich wollte gerade sagen, ne? Öl, Viskosität ändert sich genau. Ja mit Temperatur genau, und so weiter. Ja. Das ist der ausschlaggebende Grund. Das heißt, Stoßdämpfer können theoretisch 1:1 so bleiben? 1:1 so bleiben. Wir würden die jetzt aber dann trotzdem, die Verschlusspakete würden wir dann erneuern, würden das Öl und Gas neu befüllen und dann kannst du wieder. Das heißt, Verschlusspakete heißt die Lagerung oben. Genau. Lagerung oben und so weiter, ne? Die Lagerung komplett von innen, genau, die Befüllung von innen neu und dann ist der Stoßdämpfer technisch wieder einwandfrei in Ordnung und du kannst damit wieder 200.000 abspulen. Kostentechnisch reden wir hier von 60 Euro pro Stoßdämpfer plus Mehrwertsteuer und dann ist das Fahrwerk wieder revidiert. Eigentlich fair, ne? Ja. Das heißt, 4x 60 Euro und schon habt ihr wieder ein frisches neues genau, Fahrwerk. 240 Euro plus Mehrwertsteuer für alle vier Stoßdämpfer und du hast wieder ein technisch neues Fahrwerk. Ist auf jeden Fall billiger wahrscheinlich als vier neue Stoßdämpfer zu kaufen. Auf jeden Fall. Und was ich persönlich am allercoolsten finde, ist, dass das, was du am Anfang vom Fahrgefühl her gesagt hast, sich jetzt auf jeden Fall hier bestätigt hat. Bestätigt bin ich auch gerade echt zufrieden, ja. Weil von der Dämpfung her ist es einwandfrei. Genau. Das Klappern haben wir auch gefunden. Bevor einer irgendwie ist vermisst, Domlager sind nämlich einwandfrei, die sehen aus wie neu. Die sehen aus wie neu. Da kann man rein gar nichts irgendwie erkennen, dass die verschlissen sind. Genau, die sind wirklich in Ordnung. Ja, wir reden
ich sage jetzt mal, Listenpreis pro Stoßdämpfer liegst du in etwa so bei 240 Euro, 250 Euro. Mhm. Und in dem Fall hättest du jetzt rein theoretisch für das Geld 4 technisch neue Dämpfer. Genau, Federn können so bleiben, wie sie sind, alles wieder Federn rein, könnte rein theoretisch so bleiben, genau. Wenn du jetzt natürlich es ganz genau nehmen möchtest oder sagst du selber, nee, ich hätte die schon gerne wieder aufgefrischt, ja, würden wir entweder sagen, okay, Empfehlung auf neue oder halt die Strahlen neu Pulverbeschichten kennzeichnen, wenn die halt wirklich technisch in einem guten Zustand sind. Ja. Dann reden wir von einem Minimalbetrag und du hast ein nagelneues Fahrwerk. Cool. Ja, ich würde sagen, so viel zum Thema Verschleiß und Praxis. Nicht ganz so viel Technik heute. Denke ich aber, war auf jeden Fall interessant. Genau. Ich kann auf jeden Fall weitere 100.000 Kilometer mit dem Ding jetzt wieder abspulen. Wir sehen uns bei den nächsten 600.000 vor der Firma. Genau, bei 600.000 sind wir wieder hier. Und dann kriegen die Federn auch mal eine neue Beschichtung. Dann kriegen wir eine neue Beschichtung. Ich würde sagen, so viel zum Thema und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.